Einen gesegneten Sabbat. Herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Weltengeschichte. Heute zur Episode 19, Immanuel. Wir haben einige interessante Fragen bekommen gestern Abend nach dem Vortrag, aber die werden wir erst heute Abend beantworten. Und wenn auch heute im Laufe dieses Vortrages, dieser Episode, weitere Fragen entstehen, Dinge, die vielleicht neu sind, die unklar sind, dann können die gestellt werden, für alle, die jetzt live zuschauen, auf www.weltengeschichte.de. Entweder auf dem grünen Button bei Fragen, Feedback oder unter fragen@weltengeschichte.de. Wir haben hier die Möglichkeit, im Nebenraum, in der orangen Fragenbox, die Fragen dort zu formulieren. Für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder die nicht viel mitverfolgen konnten, wir wollen versuchen, in 2 Minuten die vergangenen 18 Episoden kurz zusammenzufassen und vor allem zu sehen, was wir die letzten Male angeschaut haben, was bisher geschah. Wir haben gesehen und damit begonnen, dass Gott die Liebe ist. Er ist es immer. Das ist seine Gesetzmäßigkeit, das ist sein Gesetz. Er schuf die Welten als Ausdruck seiner Liebe und alle Welten und alle Bewohner und alle Engel, alle Malakim lebten nach diesem Gesetz der Liebe. Doch einer begann es in Frage zu stellen, ohne Grund, startete eine Rebellion und nahm ein Drittel aller Malakim, aller Engel mit sich. Gott schuf die Erde und er schuf den Menschen als Beweisstück in diesem großen Kampf, dass er wirklich gut ist. Doch der Mensch wurde verführt und geriet auch in die Rebellion, doch Gott entschied sich, die Menschheit, diesen Planeten nicht aufzugeben, sondern einen Plan durchzuführen, der seit Ewigkeiten erdacht war, nämlich den Platz der sündigen Menschen einzunehmen. Er selbst würde für sie das Opfer bringen und Tieropfer sollten über Jahrtausende dies verdeutlichen. Die alte Welt ging nach 1,5 Jahrtausenden aufgrund des schlimmen Abfalls in den Wassern der Sintflut zugrunde, aber auch danach herrschte die Sünde und herrschte die Rebellion. Und weil die Menschen das Wesen Gottes nicht mehr verstanden, sandte Gott einen Patriarchen, einen Propheten, Abraham, der den Menschen zeigen sollte, wie Gott wirklich ist. Seine Nachfahren endeten in Kemet in Ägypten und wurden dort zu einem großen Volk in der Sklaverei, das Gott aus derselbigen befreite durch Mose im Jahre 2513. Er führte sie durch die Wüste an den Berg Sinai, um dort sein Wesen, seinen Charakter, sein Gesetz ihnen zu geben und sie zu beauftragen, der ganzen Welt zu zeigen, wie er ist. Sie sollten auch das Land Kanaan erobern, was sie nach langer Verzögerung aufgrund ihres eigenen Unglaubens endlich taten. Doch statt Gottes Charakter wiederzuspiegeln, orientierten sie sich an all den Irrtümern, die um sie herum waren, und ein dunkles Zeitalter brach an über viele Jahrhunderte. Doch schließlich durch Samuel und vor allem durch König David ist das Wissen über Gott doch wieder an das Tageslicht gekommen. Jerusalem, die Hauptstadt des mittlerweile zum Königreich avancierten Volkes Gottes, wurde zum Zentrum der damaligen Welt. Doch das Reich zerbrach in 2 Hälften und fiel dann wieder immer von Gott ab. Die Götzen machten Gott den Platz streitig. Und weil das Volk Israel sich mehr für die Götter Ägyptens und Assyriens und der Kanaaniter interessierten, kamen diese Völker und stellten ihre Regierung unter Beweis. Die Assyrer nahmen das gesamte Nordreich hinweg und das Südreich hielt etwas länger aus, aber ist dann auch unter dem Großkönig Nabukodonosor II., Nebukadnezar, in die Gefangenschaft geführt worden. Der Plan Gottes schien vernichtet zu sein, das Volk Gottes aus dem gelobten Land herausgerissen. Doch dem König Nebukadnezar offenbarte Gott, dass das Reich Gottes noch kommen würde. Weltreiche würden aufeinander folgen, doch schlussendlich würde Gott seinen Willen der ganzen Welt offenbaren. Sein Königreich würde die Welt erobern. Dort in der babylonischen Gefangenschaft bekam der Prophet Daniel immer wieder Besuch von dem höchsten aller Engel, Gabriel, der ihm die Zukunft in großartigen Visionen offenbarte. Und alles, was Gabriel sagte, traf ein. Tatsächlich fielen die Babylonier und die Meder und Perser übernahmen das Zepter. Auch wurde das Volk Israel wieder befreit. Sie konnten gehen. Die meisten blieben aber freiwillig in Babylon, nur wenige kehrten zurück. Und ein viel kleinerer Tempel wurde gebaut.
Und erst 90 Jahre später konnte endlich auch die Stadt Jerusalem aufgebaut werden. Dann schwieg Gott, nachdem der letzte Prophet Maleachi seine Prophezeiung gegeben hatte. Und das geschriebene Wort Gottes sollte jetzt dem Volk eine Richtschnur und ein Licht in der Dunkelheit sein. Die Schriften wurden zusammengestellt, der Tanach, das Wort Gottes, wurde geboren. Die Prophezeiungen des Daniels erfüllten sich, auch wenn es manchmal so ausschaute, als wäre es nicht mehr möglich. Alexandros Hormegas, Alexander der Große, führte tatsächlich die zerstrittenen griechischen Städte zu einem unfassbaren Weltreich. Doch so wie Daniel gesagt hatte, zerfiel sein Reich in 4 Teile. Und dann kam das 4. Tier, das schreckliche Tier aus dem Meer. Es war ganz anders als alle zuvor, es war gar kein Königreich. Senatus Populusque Romanus, der Senat und das Volk Rom, eine Republik, die die ganze Welt eroberte und schließlich zu einer diktatorischen, zu einem diktatorischen Imperium wurde. In jener Zeit kam Gabriel wieder und er offenbarte einem Priester im Tempel, dass der größte aller Propheten geboren werden sollte, und er offenbarte einer jungen Frau in dem Bergland von Galiläa, dass das größte aller Wunder geschehen würde. Denn dort im Himmel, in den Toren der Ewigkeit, hörte man eine seltsame Stimme, die sagte: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, das ewige Wort, das die Welten erschuf und erhielt, wurde Fleisch und ließ sich von einem eigenen Geschöpf ernähren. Der ewige Gott wurde ein paar Zellen groß und verband sich für immer und ewig mit dem rebellischen Menschengeschlecht. Er wurde geboren und fast niemand bekam es mit. Mit 12 Jahren entdeckte er im Tempel, als er die Opfer sah und die Prophezeiungen in den Kopf schossen, er entdeckte mit 12 Jahren, was seine Mission war, entdeckte, wer er wirklich war, dass er tatsächlich Gottes Sohn war und dass er dazu berufen war, dass er gekommen war, um das Opfer für die Menschheit zu sein. Als im Jahre 27 die große Prophezeiung des Daniel, das 483 Jahre vom Erlass zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten vergehen würden, als diese Zeit abstrich, und Johannes der Täufer in der Wüste erschien und die Menschen taufte am Jordan, da kam auch Jesus, obwohl er nie eine Sünde getan hatte in 30 Jahren, obwohl er gelebt hatte in dem sündigsten Ort, den es gab, wurde er für die Menschheit getauft. Und nach 4000 Jahren sprach Gott der Vater zum ersten Mal wieder zur Menschheit direkt: Dies ist mein geliebter Sohn. Jesus wurde in die Wüste geführt. 40 Tage hat er dort gefastet und 40 Tage mit der Versuchung gekämpft, ob Gott wirklich es gut mit ihm meint. Hillel, der große Widersacher Satan, erschien ihm persönlich, versuchte ihn dazu zu bringen, der Rebellion zu glauben. Doch Jesus mit dem Wort Gottes besiegte den Satan in der größten Schlacht, die jemals auf diesem Erdball gekämpft worden ist. Und das, obwohl kein Mensch sie live miterlebte. Und dort haben wir gestern Abend aufgehört. Und genau dort, wenn wir heute weitermachen, bevor wir mit der Episode 19 beginnen, möchten wir ein Gebet sprechen. Und wem es möglich ist, den lade ich dazu ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen können. Danke, dass du einen Weg gefunden hast, dass wir nicht verloren gehen brauchen. Danke, dass du dich mit uns identifiziert hast. Danke, dass du bereit gewesen bist, den Preis zu bezahlen. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt über das nachdenken, was du seit Ewigkeiten gewusst und geplant hast, dass wir dich wirklich kennenlernen. In all den Geschichten, die wir bisher betrachtet haben, konnte man immer hier und dort die
Herrlichkeit deines Charakters hervorstrahlen sehen, aber in der Geschichte heute hast du dich so unmittelbar, so unverstellt offenbart. Und so möchten wir dich bitten, dass nichts in unserem Herzen oder von den äußeren Umständen uns daran hindert, die Schönheit deines Charakters heute Morgen ganz neu zu verstehen. Wir bitten all das im Namen Jesu, der unser Bruder ist und der Mensch geworden ist, um uns zu vertreten. Amen. Episode 19. Immanuel. Sein Ruf ging durch das ganze Land. Sie kamen nicht nur aus Jerusalem, sie kamen aus Samaria, aus Judäa, aus Perea, aus Galiläa, von der Dekapolis. Und wo überall Juden waren, die das Wort Gottes ernst nahmen, kamen sie zum Jordan. Und wenn er nur ein Wort gesagt hätte, sie hätten ohne Zweifel ihn zum König gemacht. Johanan, Johannes, der Täufer, wie er genannt wurde, der erste Prophet seit fast einem halben Jahrtausend. Gott sprach wieder. Die Menschen waren begeistert, auch wenn er aussah wie der alte Elia. Seine Worte schnitten ins Herz. Und Tausende und Abertausende kamen nicht, um sich die Hände zu waschen oder andere Reinigungen vorzunehmen. Nein, sie alle ließen sich ganz reinigen, ihren ganzen Körper in das Wasser tauchen. Sie wollten von vorne anfangen. Sie wollten Buße tun, umkehren. Sein Ruhm kam auch zu den Oberen des Volkes, zu den Sadduzäern, den Führern der Priester, die sich gerne mit den römischen Besatzern gut stellten und die wenig hielten von den Wundergeschichten des Tanach. Und zu den Perushim, den supereifrigen, abgesonderten Heiligen. Sie freuten sich ja, dass das Volk begeistert ist. Und vielleicht könnte ja dieser Johanan auch ein Rebellenführer werden gegen die Römer. Aber es irritierte sie schon, dass er so ganz ohne Erlaubnis angefangen hatte zu predigen. Niemand hatte sie gefragt und sie entschieden sich, das Ganze mal genauer zu untersuchen. Sie sandten eine Delegation zum Jordan. Und während der König des Universums sich höflich angestellt hatte, bis er dann endlich dran sei, traten diese Leviten und Priester direkt an den Jordan, und während Johannes dort stand und gerade taufte, musste er eine Taufe unterbrechen, denn ihm wurde die Frage gestellt: Wer bist du? Und das war eine Frage, die nicht nur die Delegation hatte. Tausende, die dort standen, hatten sich gefragt: Könnte das nicht vielleicht der Christus sein? Und manche, die mathematisch gut bewandert waren und die geschichtlich sich auskannten, wussten, es ist genau 483 Jahre her, dass der Befehl gegeben worden ist. Damals in den Tagen der Schriftgelehrten Esra, damals in den Tagen des Großkönigs Artaxerxes. Die Zeit passt, das müsste der König sein, der Messias. Johannes kannte ihre Gedanken, er hatte das Getuschel oft genug gehört und er stellte unmissverständlich fest: Ich bin nicht der Christus. Er wusste, mit all der Popularität, einer sollte noch kommen, der im Vergleich zu ihm so viel größer war, der seit den Ewigkeiten existierte. Und er sagte: Der, der kommt, dem bin ich nicht mal würdig, die Schuhsenkel zu lösen. Ich taufe euch nur mit Wasser, aber er wird euch mit Feuer, dem Heiligen Geist, taufen. Und sie waren interessiert, wer das sein sollte. Und als Johannes so predigte, sah er ihn mitten unter ihnen stehen und sagte: Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und die Menge schaute sich um. Sie suchten den einen mit der Krone.
Weil keine Krone war zu sehen am Jordan. Irgendeiner mit purpurnen Gewändern. Nur ganz normale Menschen. Einer von ihnen hat nicht geschaut. Vielleicht ein bisschen betreten zum Boden. Er hätte die Hand heben können und sagen, ich bin es, folgt mir nach. Aber das tat er nicht. Während alle ihn suchten, sagte er kein Wort. So bescheiden war er. Er, der gerade die größte Schlacht aller Zeiten gewonnen hatte. Er, der gerade mit dem Wort Gottes alleine als Mensch ohne göttliche Hilfe den Satan besiegt hatte. Dagegen sah ja selbst Alexander der Große nur wie ein kleiner Junge aus. Er sagte nichts. Der Tag verging. Die Menschen fragten sich ja, hat Johannes eine Halluzination gehabt? Hat er zu lange in der Sonne gestanden? Hat er vielleicht irgendwo eine Fata Morgana gesehen? Wer soll das gewesen sein? Der nächste Tag kam, wieder kamen Tausende von Menschen. Und wieder stand er unter ihnen. Und keiner merkte es. Er war mit ihnen, er war Gott mit uns und manche Bauern und manche Fischer standen Schulter an Schulter zu ihm und wussten es nicht. Und Johannes konnte das nicht ertragen und er wusste, dieser, der wahrhaftige Gott, ist zu bescheiden. Er wird nicht prahlen, denn die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Und so sah er, es ist seine Aufgabe, ihn zu offenbaren. Und er rief aus, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er war es, der auf Jesus zeigte und sagte, er ist es. Und erzählte der Menge, was er erlebt hatte vor über einem Monat, als eben dieser vermeintliche Zimmermann zu ihm gekommen war, der Himmel sich geöffnet hatte, der Heilige Geist in Form einer Taube herabkam und Gott, der Vater, gesprochen hatte. Zwei seiner Jünger hörten sehr intensiv zu. Und in ihrem Herzen entstand dieser Wunsch, diesen seltsamen Zimmermann aus Galiläa etwas besser kennenzulernen. Einer von ihnen hieß auch Johanan. Johannes, so wie sein großes Vorbild, sein Lieblingsprediger, Johannes der Täufer. Er war stolz darauf, dass er denselben Namen hatte. Und der andere war sein Freund aus derselben Stadt, Andreas. Er hatte schon einen griechischen Namen, Ausdruck der Tatsache, dass die griechische Kultur sich ausgebreitet hatte, auch in Judäa. Und ganz verstohlen gingen sie diesem Lamm Gottes hinterher. Immer ein bisschen auf Abstand und wollten wissen, wo er denn sei. Jesus merkte, dass von all den Tausenden immerhin zwei ihm nachfolgten. Und er drehte sich um und stellte ihnen eine profunde Frage. Was sucht ihr? Seid ihr gekommen, um eure Neugier zu befriedigen? Seid ihr gekommen, um vielleicht Reichtum zu erwerben oder eine hohe Position? Warum wollt ihr mir nachfolgen? Und sie hatten tausend Fragen, aber hier am Wegrand wollten sie nicht mit ihm sprechen. Sie wollten viel mehr von ihm wissen. Sie wollten ihn zu Hause besuchen. Deswegen fragten sie, Rabbi, was wörtlich bedeutet, mein Großer, wo wohnst du? Wir möchten mit dir viel Zeit verbringen. Und seine Antwort war einfach und einladend. Kommt und seht. Und so kamen sie und sie brachten fast den ganzen Tag bei ihm zu. Sie hörten ihn reden über das Wort Gottes. Und niemals zuvor war ihr Herz so bewegt worden, nicht einmal von dem nationalen Wunderprediger Johannan dem Täufer. Und als sie so begeistert waren, am Abend den Ort verließen, da fand Andreas seinen Bruder, der auch mitgekommen war, um eigentlich Johannan den Täufer zu hören. Sein Name war Simeon. Simon. Und er rannte zu ihm und sagte, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Wir haben ja gedacht, dass Johannes der Täufer der Messias ist. Stell dir vor, wir haben ihn wirklich gefunden.
den Messias, den Gesalbten. Simon war interessiert. Er folgte seinem Bruder. Und als er zu Jesus kam, schaute der ihn an. Mit einem ganz tiefen, warmen, freundlichen Lächeln und sagte, du bist Simon. Ich kenne sogar deinen Vater, du bist der Sohn von Jona. Aber du sollst Kephas heißen. Das heißt, übersetzt ein Stein. Ich kenne deine Vergangenheit. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du herkommst und ich weiß auch, wo du hingehen wirst. Dieser Zimmermann kannte die Vergangenheit. Dieser Zimmermann kannte die Zukunft. Er war Gott mit uns. Käfer, so nannte er ihn, auf Griechisch Petros, ein Stein. Und als sie weiter auf dem Weg waren am nächsten Tag, trafen sie noch einen guten Freund aus derselben Stadt, aus der sie alle waren, aus Bethsaida, aus dem Haus der Fische, einem kleinen Fischerdorf am See des Nordens. Philippus, der Pferdefreund. Und auch zu ihm sprach Jesus, folge mir nach. Und als sie weiterreisten, fand der einen anderen Bekannten. Der saß gerade unter einem Baum und betete, hatte die Prophezeiung studiert und auch er ahnte, wir leben in der Zeit, wo der Messias kommen sollte. Und er wurde unsanft geweckt aus seiner Meditation über das Wort Gottes. Sein Name war Nathanael, das Geschenk Gottes. Als Philippus zu ihm kam und sagte, stell dir vor, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Du glaubst nicht, wer es ist. Es ist nicht Johannan, es ist Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Wahrscheinlich haben die Engel im Himmel gesagt, nein. Falsch. Er ist nicht der Sohn Josefs. Aber Philippus kannte ihn erst ein paar Stunden, wenige Tage. Aber sein begeistertes Zeugnis wurde noch mehr erschwert durch eine etwas zerknirschte Frage. Aus Nazareth? Kann aus Nazareth irgendetwas Gutes kommen? Zumal die Propheten ja auch gesagt haben, er sollte aus Bethlehem kommen, oder? Also wie ist das jetzt mit deiner Theorie? Philippus hatte keine Ahnung. Er war völlig perplex. Er wusste nicht, was er sagen sollte, also sagte er einfach das, was dieser Jesus ihm gesagt hatte. Und komm und sieh. Komm und sieh. Nathanael kam und er sah Jesus und der schaute ihn wieder so an, wie er auch schon den Schimeon angeschaut hatte. Und er sagte, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und er fragte ihn, sag mal, woher kennst du mich? Ich bin noch nie in Nazareth gewesen. Ich habe immer so einen Umweg drum gemacht. Wir können uns nicht getroffen haben. Und Jesus lächelte und sagte, weißt du, bevor dich Philippus gerufen hat, als du unter dem Feigenbaum saßt und dort gelesen hast, hab ich dich gesehen. Und es war, als ob dem Nathanael plötzlich die Geschichte einfiel von der Sarah, die im Zelt war. Und gelacht hatte. Und da dieser Mensch kam, der sie im Zelt gesehen hatte und gehört hatte. Könnte das wirklich der Herr gewesen sein? Und er rief aus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und Jesus sagte ihm, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das kam ihm bekannt vor. Er kannte die Geschichte, wie vor Zeitaltern hier groß Urvorfahre Jakob den Himmel offen gesehen hatte, eine Leiter von Himmel zur Erde gebracht, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und Jesus sagte, ich bin diese Leiter und ich bin der Sohn des Menschen. Und das kannte Nathanael auch, er, der die Prophezeiung gut kannte. Der Sohn des Menschen, das war dieser König, den Daniel gesehen hatte, als diese Tiere aus dem Meer gestiegen waren. Ganz am Ende kam der Sohn des Menschen zu dem Vater im Himmel und bekam das Königreich. Das war der König, auf den sie gewartet hatten.
Sie machten sich auf den Weg zurück in die Heimat. Sie alle waren von Galiläa. Und Jesus hatte eine Einladung und er beeilte sich, möglichst rechtzeitig noch da zu sein, und er nahm seine ersten Jünger mit. Er war eingeladen zu einer Hochzeit. Und die Jünger freuten sich, es war ja offensichtlich eine tolle Sache, mit diesem Jesus zu folgen. Man wurde gleich zu schöneren Festlichkeiten eingeladen. Und sie genossen diesen herrlichen Traubensaft, der dort gereicht wurde. Bis nach einigen Tagen das Getuschel begann. Die ausgegebenen Becher hatten immer weniger Traubensaft. Die Ration wurde immer kleiner. Und hinten in der Küche, da liefen schon die Schweißperlen. Hoffentlich nicht in den Traubensaft. Es wurde immer weniger, immer weniger. Und irgendwann war die Katastrophe vorauszuberechnen. Wenn die weiter so trinken, haben wir bald gar nichts mehr. Und dann war es soweit. Seine Mutter Miriam, Maria, war auch da. Und sie fragte ihn, ob er nicht etwas tun könne. Noch hatte er nicht ein einziges Wunder getan. Nicht einmal als in der Wüste, als er fast gestorben wäre und der Satan ihm vorgeschlagen hätte, wenigstens mal ein Wunder zu tun, um zu testen, ob er überhaupt der Messias sei. Aber jetzt, als er die Not der Menschen sah, die scheinbar so unbedeutende Not, dass der Traubensaft ausgegangen war, ließ er die großen Krüge, die dort standen, um sich mit Händen zu waschen, mit Wasser füllen. Und dann sprach er dasselbe Wort, das er gesagt hatte am dritten Schöpfungstag, als auch Pflanzen, Weinstöcke da plötzlich entstanden mit kleinen Trauben, und dieselbe Flüssigkeit, die er damals aus dem Nichts in die Existenz gesprochen hatte, die befand sich plötzlich in den Wasserkrügen. Die Wasser, die dazu da waren, sich zu waschen, wurden plötzlich zum angenehmen Getränk. Und die Engel im Himmel fragten sich, hat es eine Bedeutung, dass das Wasser zu Traubensaft wurde? Sie zogen weiter und verbrachten etliche Monate in einer Stadt mit Namen Kfar Hanum, das Dorf von Nahum, bekannt auch als Kapernaum. Und dort vergingen die letzten Monate des Jahres 27 und die ersten Monate des Jahres 28. Man hatte noch nicht viel gehört von ihm. Hier und dort wurden Berichte von ihm laut, er hätte tatsächlich Wasser in Traubensaft verwandelt. Wow, immerhin. Ein halbes Jahr nach seiner Taufe war Passa. Der Nisan 28, Jesus ungefähr 30 Jahre alt. Und er nahm seine Jünger mit nach Jerusalem. Er war jedes Jahr beim Tempel gewesen. Und es war ihm schon seit Jahren aufgefallen, dass im Tempel die Dinge nicht so waren, wie sie sein sollten. Man konnte alles Mögliche kaufen, was auch notwendig war für den Gottesdienst. Aber es ging immer mehr um das Geld und den Trubel und das Gesehenwerden, als um die Anbetung seines Vaters. Und er hatte sich auf dem Weg nach Jerusalem etwas überlegt, von dem seine Jünger nicht ahnten, was geschehen würde. Und als er dort war, nahm er sich ein paar Stricke, machte sich eine Peitsche und stand im Eingang des Tempels. Er sagte nicht mal richtig etwas. Er stand einfach da. Und es war, als ob die ewige Gottheit durch seine menschlichen Augen hindurch leuchtete. Und plötzlich dachten die Menschen, der jüngste Tag wäre schon angebrochen. Und er ging umher ganz würdevoll. Und er bat sie, den Tempel zu verlassen. Freundlich, aber sehr bestimmt. Und all die Tiere bat er freundlich herauszunehmen. Und er stieß die Tische um, auf denen das Wechselgeld gewesen war. Die Tische mit den Tauben stieß er nicht um, aber er nahm auch die Tauben hinweg. Und die Jünger erinnerten sich, irgendwo etwas gelesen zu haben in der Bibel über den Eifer des Herrn.
Bald schon kamen die Pharisäer und die Schriftgelehrten zurück und fragten ihn, in welcher Autorität er das getan hätte. Und Jesus antwortete mysteriös: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Sie waren völlig durcheinander. Was? Diesen Tempel, den Herodes aufgebaut hat, in mühevoller Arbeit, mit Schweiß und Blut, in 46 Jahren ist der Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Jesus wusste nicht nur, dass sie ihn falsch verstanden hatten. Er wusste auch, dass sie ihn falsch verstehen wollten und dass genau das noch einmal zurückkehren würde in wenigen Jahren wie ein Bumerang. Und er tat dort Wunder. Er tat dort viele Wunder. Und die Menschen begannen zu glauben, dass er vielleicht der Große sein könnte. Sie glaubten wegen all den Wundern. Aber Jesus wusste, das wird nicht ausreichen. Einer von denen, die glaubten, dass er etwas Besonderes sei, war Nikodemus, der Sieger im Volk, einer der reichsten und einflussreichsten im ganzen Volk. Er schämte sich, öffentlich zu bekennen, dass dieser Zimmermann vielleicht der Sohn Gottes sein könnte. So kam er des Nachts, klopfte an die Tür und fragte, ob er ein Interview haben könnte. Und Jesus, der genau wusste, was in seinem Herzen war, nahm sich Zeit für einen vorurteilsgetränkten, arroganten Führer des Volkes. Und er fing an, ihn zu loben und sagte: Oh, wir wissen ja, dass du Großes getan hast und du tust diese Wunder. Du musst ein Lehrer sein, der von Gott gesandt ist. Und es ging bei Jesus hier rein und dort raus. Er hatte nicht spät abends die Tür aufgemacht, um sich zu schmeicheln, sich schmeicheln zu lassen von jemandem, der ihn noch gar nicht richtig kannte. Er hatte die Tür aufgemacht, um ihm zu helfen. Und so sprach er zu ihm: Wahrlich, weißt du, pass auf, ich sage dir, wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Egal wie viel Wunder du siehst, es wird nicht reichen. Du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus schaute ihn an und sagte: Was? Und es zeigte sich schon hier, dass die Juden damals eine besondere Fähigkeit dazu hatten, die Worte immer ganz buchstäblich zu verstehen. Und er versuchte, Jesus zu erklären, etwas über die weibliche Anatomie, dass das nicht mehr möglich sei, so groß wie er jetzt sei, zurückzukehren in den Bauch. Aber das wusste Jesus auch. Er hatte die weibliche Anatomie selbst geschaffen. Er hatte etwas ganz anderes gemeint. Er sagte zu ihm: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und er beschrieb das Wirken dieses Heiligen Geistes, der längst schon angefangen hatte, am Herzen von Nikodemus zu wirken. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er hatte längst an seinem Herzen das gespürt. Und Wasser und Geist, Nikodemus war zu gut in der Schrift, zu gebildet in den Worten der Propheten, um nicht sofort zu merken, das ist genau das, was am ersten Schöpfungstag gewesen war, als der Geist über dem Wasser schwamm. Kurze Zeit später war es gesagt worden, es werde Licht. Und es wurde Licht. Wenn jetzt der Geist schon an meinem Herzen wirkt, ich es gar nicht mitbekommen habe, wird auch Gott zu mir sprechen, es werde Licht. Gott würde sprechen. Aber zuerst fragt er ihn: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Du bist beauftragt, der ganzen Welt zu offenbaren, wie man Gott kennenlernt, und weißt es selbst nicht. Und erinnerte ihn an eine andere Geschichte, die über 1,5 Jahrtausende alt war, als in der Wüste die Israeliten gebissen von den Schlangen nur auf eine bronzene Schlange schauen sollten. Nikodemus kannte die Geschichte sehr gut, aber hatte nie wirklich darüber nachgedacht, was es bedeutet, zu schauen und zu leben. Und dann sagte Jesus ihm, dass der Sohn des Menschen, der König, auf den sie warteten, dass er genau so erhoben werden würde. Dass jeder, der auf ihn schaut, gerettet werden würde. Und dann sprach Gott, es werde Licht. Nur diesmal hieß es anders.
Die Worte waren anders. Die Worte waren diesmal, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es wurde Licht im Herzen von Nikodemus. Aber vorerst behielt er alles für sich. Jesus verbrachte den Großteil des restlichen Jahres am Jordan und er taufte. Und er predigte dieselben Worte wie Johannan und er taufte auf dieselbe Art wie Johannan, sodass die Menschen zu dem Schluss kommen mussten, er ist sozusagen wie der Assistenzprediger von Johannes dem Täufer. Macht dasselbe, sagt dasselbe, kam ein bisschen später, wahrscheinlich der berühmteste Nachfolger von Johannes, den Johannes beauftragt hat, auch zu taufen. So ging es eine ganze Zeit lang, bis sich herausstellte, dass immer mehr Menschen noch lieber die Predigten von Jesus hörten als die von Johannes. Und das gefiel den Jüngern des Johannes nicht besonders gut. Und so kamen sie zu ihrem großen Prediger und sagten, stell dir vor, den du getauft hast, der hat jetzt mehr Jünger als du. Du musst ein Machtwort sprechen. Du musst sagen, dass du das Original bist, das er nur abgekupfert hat. Du hast doch zuerst an, du hast ihn getauft. Sag, dass du der Größere bist. Und hier war die Versuchung für Johannan. Er wusste, wenn er jetzt etwas sagen würde, die Menschen würden alle zu ihm zurückkommen. Aber er sagte nichts. Er sagte nur, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Als die Jünger zu ihm kamen und gesagt hatten, kannst du dich erinnern, du hast ihm damals Zeugnis gegeben und jetzt wird er größer als du. Da hatten sie nicht drüber nachgedacht, was das Zeugnis war, was Johannes dem Jesus gesagt hatte. Was hat er nämlich gesagt? Nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist. Die Jünger des Johannes hatten sich darüber beschwert, dass die Prophezeiung ihres Lehrers wahr geworden war. Fast so wie Jona, der sich beschwert hatte, dass seine Prophezeiung oder dass Gott das tat, was er eigentlich wollte. Es war schon spät im Jahre 28. Das Jahr war fast vorbei. Als Jesus sich entschied, mit seinen Jüngern wieder einmal nach Galiläa zu gehen, sie mussten durch Samaria und sie kamen nach Schechem, das jetzt sicher hieß, an denselben Ort, an dem Abraham seinen ersten Altar aufgestellt hatte, an denselben Ort, wo Dina vergewaltigt worden war und wie die Söhne Jakobs sich Hethitern gewehrt hatten und sie vernichtet hatten. An denselben Ort, wo das Volk Gottes auf dem Berg Ebal und dem Berg Gerizim die 10 Gebote und Segen und Fluch gepredigt hatten. An denselben Ort, wo Abimelech, der erste König Israels, für ein kleines Territorium wurde. Demselben Ort, wo unglaublich viele Geschichten passiert waren, wo Rehabeam sich zum König krönen lassen wollte, aber wo das Reich geteilt wurde. Dorthin kam Jesus und er setzte sich an einen Brunnen. Der Brunnen war gegraben worden in der Zeit von Jakob. Und seine Jünger gehen in die Stadt. Es war mittlerweile eine Stadt der Samariter. Dieses verhasste Mischvolk. Babylonier, Assyrer, die zur Zeit der Assyrer hergeschleppt worden waren, die jetzt auch Jahwe anbeteten, aber völlig verwirrt waren in ihrer Religion. Die nicht Jerusalem anerkannten, sondern ihren eigenen Tempel, ihre eigene Anbetungsstätte auf dem Berg, den Bergen Ebal und Gerizim gehabt hatten. Die Jünger gingen, um Brot zu kaufen und Jesus blieb allein zurück. Und da kam sie, die samaritische Frau. Er hatte vor einigen Monaten mit einem der führenden Lehrer Israels gesprochen, jetzt würde er mit dem Abschaum der Gesellschaft reden. Er sah sie kommen und er wusste genau, dich will ich ansprechen. Aber er wusste auch, dass egal, was er ihr sagen würde, egal welches gute Wort, welches gute Gleichnis, welche Lehre, sie würde sich abwenden in dem Moment, wo sie merken würde, dass er ein Jude ist.
Die Samariter glaubten, dass die Juden die Abgefallenen sind. Die Samariter glaubten nur an die Tora, all die Propheten, Jesaja, Jeremia, all das waren abgefallene Propheten. Sie glaubten an eine Verschwörungstheorie, dass damals das Heiligtum eigentlich auf dem Garizim gewesen war, aber nun, dann, damals, Samuel und andere das Heiligtum fälschlicherweise nach Silo verlegt hätten, ein zweites Heiligtum aufgebaut haben. Und sie, die Samariter, die Bewahrer des Ursprünglichen waren, sie kannten nicht all diese neumodernen Propheten, sie kannten nur das Wort von Mose. Heretiker waren sie, die Juden, so dachten sie. Sie würde nicht mit ihm sprechen, es sei denn, er würde sie um Hilfe bitten. Und so fragt er sie, gib mir zu trinken. Und sie wunderte sich, du willst, dass ich dir zu trinken gebe? Und als sie so über das ins Gespräch kam, über Trinken und Wasser und einen Brunnen, da sagte er ihr, dass er ihr Wasser geben könnte, von dem sie nichts wüsste. Und sie wunderte sich schon, warum jemand an einem Brunnen sitzt, kein Wasser sich nehmen kann, um Hilfe bittet, um danach zu sagen, dass er Wasser geben kann. Die Engel hatten sich vorher schon gewundert, dass der, der das Wasser erfunden hatte, an einem Brunnen saß und nicht drankam. Und sie fragte ihn, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat? Vielleicht lag es ihm auf der Zunge zu sagen, weißt du, in einer Zeit, als du lange nicht geboren warst, habe ich mit Jakob gekämpft. Und er saß zu meinen Füßen. Er hat meine Knie umfasst und mich angewinselt. Ich glaube, ich bin größer als Jakob. Ich habe ihn erschaffen. Aber all das hat er nicht gesagt. Das hätte sie nicht verstanden. Stattdessen sagte er, weißt du, vergiss mal Jakob für einen Moment. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Er wusste ganz genau, was sie wirklich brauchte. Sie hatte einen Mann nach dem anderen ausprobiert und keiner hatte sie zufriedenstellen können. In Wirklichkeit war es mit ihr bergab gegangen, moralisch. Ihre Reputation war auf dem Nullpunkt. Und Jesus bot ihr dieses ewige Leben an. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Sie wollte es haben und sagte, gib mir es. Und er sagte, weißt du, dann hol deinen Mann. Und ihr Herz pumpte. Und sie sagte, weißt du, ich habe keinen. Ja, da hast du recht. Du hast die Wahrheit gesagt. Du hast schon 5 gehabt und der, den du jetzt gerade hast, ist nicht dein Mann. Und es war, als ob alle ihre Kleider, all diese Feigenblätter, die sie ihr Leben lang zusammengestrickt hatte, von ihr fallen würden. Und es war ihr zu peinlich. Deswegen fing sie an, irgendwie das Gespräch wegzulenken. Wohin? Am besten über Religion. Über Religion lässt sich am besten diskutieren. Übrigens, du bist ein Prophet, ich sehe schon. Ihr sagt, dass man Jerusalem anbeten soll. Aber wir wissen, es war der Berg Garizim, lange bevor Jerusalem überhaupt mal eine Rolle gespielt hatte. Als Jerusalem noch eine Jebusiterstadt war, da haben unsere Vorfahren noch alle, auch Juda, auf dem Berg Garizim Gott angebetet. Ist das nicht der richtige Ort? Wieso sagt ihr, dass jetzt dieser neumodische Ort Jerusalem der Anbetungsort sein soll? Lass uns diskutieren. Jesus wusste, der Pfeil war zu deutlich ins Herz gegangen. Sie wollte irgendwie ausweichen. Aber er redete weiter mit ihr. Und er sagte, weißt du, Garizim hin, Jerusalem her. Nebenbei, Jerusalem ist schon der richtige Ort, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Denn die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Weißt du, ihr habt den falschen Ort und die Juden haben den den richtigen Ort, aber verstehen es trotzdem nicht. Es kommt nicht darauf an, ob man ihn auf Garizim anbetet oder auf Jerusalem, denn wisst ihr was? Weißt du was? Gott ist überall. Gott ist überall. Und sie sagte, dass sie wusste, dass der Messias kommen würde. Und Jesus tat etwas Außergewöhnliches. Er sagte ihr ins Gesicht, weißt du, ich bin es. Und sie verließ den Ort sofort, hat den Eimer, den sie mitgebracht hatte, um Wasser zu schöpfen, einfach dagelassen. Jesus hatte noch immer nicht getrunken, aber jetzt hat er keinen Durst mehr. Und als seine Jünger zurückkamen und sich darüber beschwerten, dass die Samariter wieder so schlecht gehandelt hatten,
Und sie dann sahen, dass er mit einer Frau gesprochen hatte. Da sagte ihnen Jesus, schaut mal. Schaut mal in die Felder. Ja? Seht ihr, wie grün sie sind? Sagt ihr nicht, dass die Ernte erst in 4 Monaten ist? Und dann sagte er, hebt eure Augen auf. Schaut ein bisschen höher. Seht ihr, dass die Ernte in Wirklichkeit weiß ist? Denn dort aus der Stadt, man sah die Köpfe durch die Ähren, kam plötzlich die ganze Stadt. Die Frau hatte überall erzählt, vielleicht ist das der Messias, vielleicht ist das der Messias, vielleicht ist das, auf den wir alle gewartet haben, auf den Lehrer. Die Jünger Jesu waren gerade in der Stadt gewesen, hatten kein Wort davon erzählt, dass der Erlöser der Welt vor der Stadt ist. Aber diese Frau, als sie Jesus kennengelernt hatte, erzählte von ihm. Und sie kamen und dort in Sichem, wo Abraham zum ersten Mal den Altar aufgebaut hat, hat Jesus zum ersten Mal öffentlich gesagt, ich bin der Messias. Nicht zu Juden, nicht zu Schriftgelehrten, sondern zu den verhassten Samaritern. Sie kamen an in Kanaan, in Galiläa. Und in Kana, einer anderen Stadt Galiläas, als ein Beamter des Herodes ihn bat für seinen Sohn, sagte der, geh hin, dein Sohn lebt. In jenen Tagen herrschte Herodes Antipas über Galiläa und Perea. Und er hatte sich verliebt in seine Nichte, was noch nicht das Problem gewesen wäre, wenn er nicht schon längst verheiratet war mit einer Tochter des nabatäischen Königs Aretas IV. Und seine Nichte ebenfalls verheiratet war mit seinem Halbbruder. Aber das störte beide relativ wenig. Sie verließen ihre Ehepartner und heirateten aus Liebe. Das brachte ihnen sehr viel Ärger. Der König Aretas IV. War böse, dass seine Tochter verschmäht worden ist und brachte ihm einen Krieg ein. Aber noch schlimmer war, dass Johannes der Täufer über diese Sache predigte. Und das war seiner Frau Herodias ein echtes Ärgernis. Und obwohl Herodes selbst ein Freund war von den Predigten von Johannes, ließ er ihn jetzt Anfang 29 ins Gefängnis werfen. Es kam das nächste Passa, Nisan 29. Und Jesus ging wieder mit seinen Jüngern, diesmal nicht, um den Tempel zu reinigen, diesmal einfach am dem Fest teilzunehmen. Und als sie durch das Schaftor kamen, durch dem die Schafe gebracht wurden, die geschlachtet werden sollten, da kamen sie zu einem Ort, der hieß Bet Hasada, das Haus der Gnade, Bethesda. Hier ein Bild aus heutigen Zeiten. Und dort war ein Mann, der 38 Jahre dort lag, aufgrund seiner eigenen Sünde nicht mehr gehen konnte. Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Er hörte die Worte, er glaubte diesem Menschen, er glaubte diesem Gott. Er versuchte es, sprang auf und siehe da, er konnte gehen. Und er nahm seine Liegematte und ging durch die Stadt. Und er lachte und freute sich und er sah erst auf den zweiten Blick, dass manche ihn etwas seltsam anschauten. Und sie fragten, was tust du da? Ich laufe. Ja, das ist nicht so besonders. Was tust du da? Ich gehe. Uns interessiert mehr, was du da in der Hand hältst. Was? Meine Liegematte. Wieso trägst du deine Liegematte? Ich habe da immer drauf gelegen. Jetzt kann ich sie tragen. Weißt du nicht, welcher Tag heute ist? Heute ist Sabbat, richtig? Richtig, heute ist Sabbat. Wieso trägst du deine Liegematte? Jemand hat es mir gesagt. Der mich gesund gemacht hat. Ich habe 38 Jahre lang gelegen. Und er hat gesagt, nimm deine Liegematte auf und geh. Aha, wer war das? Die Worte, ich bin 38 Jahre lang krank gewesen und gesund, die gingen da rein und da raus. Alles, was diese Pharisäer sahen, war ein Mann mit einer Liegematte. Und schnell sprach sie herum, wer das gewesen war, wer das Verbrechen begangen hatte, einem Mann, der 38 Jahre auf einer Liegematte gelegen hatte, zu sagen, steh auf und trage deine Liegematte.
Und sie brachten diesen Jesus vor den Synhedrion, den Sanhedrin, die Versammlung, den Hohen Rat, wo alle Theologen zusammenkamen. Und sie waren nicht amüsiert. Und Jesus wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er sah in ihren Augen, dass wenn sie könnten, ihn jetzt schon nach anderthalb Jahren Dienst umbringen würden. Aber Jesus wusste, es bleiben noch 2 Jahre übrig. Und er sagte ihnen einige wirklich deutliche Dinge. Er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Wie sie hören, werden leben. Und gegen Ende seiner Rede sagte er, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint an ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben, von 1. Mose bis zur Chronik. Alles spricht von mir. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Er war das 2. Mal zum Passa nach Jerusalem gekommen und sie wollten ihn nicht annehmen. Sie sahen in ihm nur einen Aufrührer. Und dann sagt er, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben und ganz oben im Himmel am Thron Gottes nickte einer. Mose. Jesus ging so weit zu sagen, ihr habt einen, der euch verklagt. Euer Mose steht am Thron und sagt, Gott, Vater, das habe ich nicht für möglich gehalten, dass das Volk so etwas tut. Jesus zog sich zurück. Und obwohl er die meiste Zeit bisher in Judäa gewirkt hatte, entschied er sich, das eigentliche Kernland der Juden, Judäa, zu verlassen und jetzt in seiner Heimat, in Galiläa, dort, wo viel mehr Mischvolk war, zu wirken. Hatten nicht die Propheten gesagt, dass das Volk, das in der Finsternis sitzt, ein Licht sehen würde? Und er kam in seine Heimatstadt, nach Nazareth. Er hatte den Sabbat längst nicht aufgegeben. In Wirklichkeit ging er jeden Sabbat in die Synagoge. Und er wurde sogar eingeladen, als seltener Gast, der er mittlerweile war, eine Rede zu halten, etwas zu sagen, vielleicht eine Textlesung. Und er bekam die Schriftrolle von Jeschajahu, die war ziemlich lang. Und er rollte sie auf. Und als er sie aufrollte, fand er diese Stelle. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Die Leute warteten, was jetzt geschehen würde. Er rollte die Rolle zurück und sagte, heute hat sich das erfüllt. Ich bin der. Erst waren sie begeistert, dann waren sie entsetzt. Und dann stand Jesus an einer Klippe und schaute sehr tief nach unten, fast so wie vor 1,5 Jahren, als der Satan ihn auf die Zinne des Tempels gestellt hatte. Doch damals hatte der Satan ihn nicht runtergedrückt, sondern nur gesagt, spring doch. Diesmal waren die Menschen etwas aktiver dabei, ihn herunterdrücken zu wollen. Aber Jesus ging durch ihre Mitte hindurch, ohne dass sie es konnten. Und entschied sich, dass in Nazareth es nicht gut wäre, sein Hauptquartier zu haben. Stattdessen würde er Kapernaum, zu seinem Hauptort machen. Und dort, 1,5 Jahre nach seiner Taufe, über 1,5 Jahre nach seiner Taufe, entschied er sich, seine Jünger zu etwas Höherem zu rufen. Viele Menschen waren gekommen, um ihn zu hören. Und einige seiner Jünger, die waren immer noch mit dem Fischen beschäftigt, die saßen gerade am Ufer und wuschen ihre Netze. Sie hatten nichts gefangen die ganze Nacht. Und Jesus bat sie, am Tage hinauszufahren. Und einer von ihnen, der Schimeon, der besonders erfahren war, sagte, du weißt schon, dass das nicht wirklich Sinn macht. Ich meine, du bist Zimmermann, vielleicht hast du noch nicht so viel gefischt. Ja. Jesus hätte auch sagen können, weißt du, ich habe die Fische gemacht, ich weiß genau, wann sie anbeißen. Aber das sagte er nicht. Sie fuhren hinaus und sie fingen so viele Fische wie nie zuvor. Sie machten den Fang ihres Lebens. Dieser Gott sorgte sich um sie. Und selbiger Simeon fiel ihm zu Füßen und sagte, Herr, ich bin sündig, geh weg von mir und klammerte sich an ihn. Und Jesus kannte das Gefühl. Fast 2000 Jahre zuvor hatte sich der Jakob so an ihn geklammert und gesagt, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und Jesus sagte ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen, mit einem Lächeln im Gesicht, rief er sie. Und sie verließen ihre Netze, verließen ihre Boote
um nicht mehr Fische, sondern Menschen für Jesus zu fangen. Am Sabbat waren sie in Kapernaum in der Synagoge. Und da kam jemand mit einem bösen Geist, mit einem Dämon besessen in den Gottesdienst. Und er schrie: Was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Selbst die bösen Malakim wussten, wer er war. Jesus heilte den Menschen, trieb den Dämon aus, und als der Gottesdienst vorüber war, gab es kein Essen, denn die Schwiegermutter des Petrus lag krank im Bett. Er heilte sie, und als sie rumsprach, dass sie geheilt worden war, kamen nach Sonnenuntergang Menschen über Menschen, und alle wollten geheilt werden. Ganz Kapernaum war auf den Beinen. Ein anstrengender Sabbat. Aber trotzdem ging Jesus am nächsten Morgen früh, noch vor Sonnenaufgang, an einen einsamen Ort und betete. Und als er hörte, dass schon früh morgens all die Menschen sich aufmachten, um wieder geheilt zu werden, da sagte er seinen Jüngern: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. So machten sie sich auf den Weg und gingen von Dorf zu Dorf. Einmal begegnete ein Mann, der Aussatz hatte. Aber Jesus kümmerte sich nicht um irgendwelche Regeln oder Protokolle, sondern als der Mann ihn fragte, ob er wollte, dass er ihn heilt, sagte Jesus einfach nur: Ich will. Ich will, dass du gesund bist. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du geheilt bist. Ich will, sei gereinigt. Und er sagte ihm: Hab Acht, sage niemand etwas. Er kannte mittlerweile sein Volk. Er wusste, was die Konsequenzen wäre. Sage niemand etwas. Aber der Geheilte ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Und dort kamen sie und überfluteten ihn mit ihren Bedürfnissen. Er kam wieder zurück nach Kapernaum. Und dort, egal welches Gebäude er betrat, war es so überfüllt, dass die Leute sogar Hausfriedensbruch begehen mussten, um die dringendsten Fälle direkt zu ihm zu bringen. Einer wurde durchs Dach hindurchgebracht. Und als Jesus ihn sah und dieser Mann erwartete, geheilt zu werden, dieser lahme Mann, sagte Jesus zu ihm: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und einige der Pharisäer, die dort standen, die sagten sich: Es ist ja schon ein allerhand, dass er so viel heilt, ohne uns um Erlaubnis gefragt zu haben. Aber wie kann dieser Mensch Sünden vergeben? Weil er ihre Gedanken wusste, weil er Gott war. Und deswegen sagt er: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf. Und fast mit einem Ton von Humor: Nimm deine Liegematte und geh heim. Der sprang auf, nahm seine Liegematte, und die Lektion war so deutlich, dass niemand es missverstehen konnte. Wenn dieser Jesus Menschen plötzlich heilen kann und sie gerade ausgehen können, kann er ihnen nicht auch die Sünden nehmen und sie gehorsam machen? Er rief einen Zöllner, jene Menschen, die Geld kassierten dafür, dass sie mit Rom, den verhassten Bedrückern, zusammenarbeiteten. Sein Name war Matthai oder auch Matthäus. Sein Zweitname war Levi, und er folgte ihm aufs Wort. Zu jener Zeit gingen die Jünger einmal durchs Feld und nahmen sich etwas von dem Getreide. Und sie rieben es ein bisschen, um es zu essen. Und irgendjemand hatte es gesehen und konnte nachweisen, dass Pflücken eine Arbeit ist und dass Reiben eine Arbeit ist. Die Jünger Jesu hatten den Sabbat gleich zweimal gebrochen, und er hat es nicht bemerkt, geschweige denn getadelt. Jesus erinnerte sie, die Pharisäer, an die Geschichte von David, der das geheiligte Schaubrot gegessen hatte. Und zwar mit Wissen der Priester. Und er sagte ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Am nächsten Sabbat war er wieder in Kapernaum. Und da war eine Frau, die schon seit ewigen Zeiten gekrümmt war. Und er wusste, es ist Sabbat. Und dieselben, die sich über Ehren ausraufen, beschweren, waren wieder gegenwärtig. Und so stellte er sie in die Mitte und sagte: Fragte sie selbst, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten?
Und sie, die sich die Vorgaben, das Volk Gottes zu sein, die Vorgaben, alles richtig zu machen, die Vorgaben, den Vater im Himmel zu reflektieren. Sie sagten, schwere Frage, Gutes tun, Böses tun? Hat Rabbi Hillel irgendwas dazu geschrieben? Darf man am Sabbat Gutes tun? Wissen nicht, keine Ahnung. Sie kannten die Bibel, aber sie kannten Gott nicht. Stattdessen kamen die Menschen des einfachen Volkes, teilweise von weit her, von Syrien, vom Libanon. Überall verbreitete sich die Botschaft. Und eines Tages musste er sogar auf dem Boot stehen, weil auf dem Land nicht mehr genug Platz war vor Menschenmengen. Es war die Zeit gekommen, das Werk zu verbreitern. Nachdem er eine ganze Nacht gebetet hatte, rief er 12 seiner Jünger zu sich. Er hatte bereits 11 gerufen und wahrscheinlich auch einen 12. im Sinn gehabt, als die 11, die schon gerufen hatten, einen Vorschlag hatten und sagten, ich weiß nicht, wen du noch vorschlagen wolltest, aber wir hätten eine Idee. Du kennst doch diesen Judas, den Iskariot. Der ist zwar nicht aus Galiläa, so wie wir, der ist aus Juda, aber der ist sehr intelligent, der scheint gut mit Geld umgehen zu können und vor allem, ist das jemand, der angesehen ist und er liebt dich. Er hat ja schon gesagt, er würde alles aufgeben für dich. Den brauchen wir. Da hätten wir jemanden auch also als Brückenbilder für die Pharisäer. Niemand weiß, wen Jesus als 12. im Sinn gehabt hat. Aber er gab seinen Jüngern das, was sie wollten. Er wählte auch Judas Iskariot. Und dann ging er auf den Berg, dort am See Genezareth, dem alten See Kinneret, wo so viele Schlachten in der Geschichte Israels geschlagen worden waren. Und hier predigte er seine Antrittspredigt für das Königreich Gottes. Die Menschen waren gekommen, sie hatten gehört, er habe 12 ordiniert, 12 eingesegnet für den Dienst seines Königsreiches. Und sie waren gekommen, um zu hören, was jetzt die Prinzipien seines Reiches sind. Und was sie hörten, hat sie sehr verwirrt. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Etwas ganz Neues war es, was auf ihre Ohren dort traf. Er sagte zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Und weil manche da waren, die dachten, ja vielleicht löst er das ganze Wort Gottes auf, so wie wir es bisher kennen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und dann sagte ihnen etwas, das sie nicht verstehen konnten. Er sagte, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen, tut wohl, denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und sie sagten, ja, gilt das auch für die Römer? Ja, auch für die Römer. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn Gott liebt alle, er liebt auch seine Feinde. Ja, er liebt sogar den Satan. Das konnten sie nicht verstehen. Aber das war die Grundlage der Regierung Gottes, die Liebe Gottes. Und er sprach über die 10 Gebote, über das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit Gottes, dass sie nicht einfach Regeln sind, sondern eine Herzenseinstellung. Dass man nicht Gott wohlgefällt, wenn man sich zurückhält, den anderen nicht zu ermorden, sondern dass man ihm wohlgefällt, wenn man gute Gedanken ihm gegenüber hat. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Die echte Liebe Gottes ist konstant. Wer nur manche liebt, wer nur manchmal liebt, der hat nicht die Liebe Gottes. Gott liebt immer und Gott liebt alle, denn Gottes Liebe ist gesetzmäßig. Und im Himmel haben sie gejubelt. Ja, genau, so ist es. Verstehen das die Menschen denn nicht? Ja, sie hatten Probleme, die Menschen. Selbst die Jünger haben gerätselt, wie man das denn nur bewerkstelligen könnte. Jesus sagt ihnen auch, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott kümmert sich um euch. Hatte nicht der Hillel im Himmel gesagt, wenn wir nicht ab und zu uns selbst kümmern, dann verpassen wir das Beste? All die Worte Jesu in dieser Bergpredigt waren direkte Antworten auf die Anklagen Satans. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Sie hatten viel zu verdauen, seine Jünger, viel zu verdauen, die dort waren, die Volksmenge, als sie den Berg wieder herabstiegen. Und als sie von dem Berg, der Bergpredigt herabkommen, da sahen sie ihn schon. Unverkennbar an dem roten Kopfschmuck. Und die stießen sich an. Ein Römer, ein Hauptmann. Und sie hofften, dass Jesus, der gerade seine Antrittspredigt seines Reiches Gottes gehalten hat, jetzt diesem Römer mal deutlich sagt, wo Rom liegt, nämlich nicht in Palästina. Er soll zurückgehen in sein eigenes Land. Aber Jesus brauchte dem römischen Mann gar nicht zu sagen. Der kam zu ihm und sagte, weißt du, mein Knecht ist krank, könntest du ihm helfen? Und sie haben schon fast hyperventiliert. Hoffentlich sagt er nein. Aber er machte sich sogar auf den Weg, er ging los. Aber der Mann hielt ihn auf. Sie brauchten ihn nicht aufhalten. Der Hauptmann hielt ihn auf, du brauchst gar nicht kommen. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Und Jesus drehte sich um zu denen, die er gerade zu den Pfeilern seiner Regierung erwählt hatte und zu jenen, die seine Bergpredigt gehört hatten, die gerade die Worte gehört hatten, liebt eure Feinde. Zu denen sagt er, wahrlich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Wow. Ein römischer Hauptmann. Der heidnische Besatzer hat mehr Glauben als wir, die wir die fünf Bücher Mose auswendig kennen. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Es gab Dörfer, in denen nicht ein Mensch mehr krank war. Es war wie ein gewaltiger Lichtstrahl, der durch die Finsternis ging und alles wegfegte, was an Leid und Tränen und Sorgen da war. Es wurde einfach weggefegt. Eines Tages sahen sie eine Trauerprozession. Die Witwe von Nain musste ihren Sohn begraben. Jesus hatte Lahme geheilt, er hatte Blinde sehend gemacht, er hatte Dämonen ausgetrieben, aber hier war jemand tot. Aber der Gott von Elia und Elisa war auch in menschlicher Form immer noch der Gott der Toten und Lebendigen. Und als der Sohn der Witwe des Nain von den Toten auferstand, da war das Volk außer sich. Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Das hat es nur zu Zeiten von Elia und Elisa gegeben. Jesus hielt noch eine Predigt. Diesmal nicht auf dem Berg, sondern diesmal am See. Der Predigt sagt er, dass das Reich Gottes ist wie ein Seemann. Es fällt auf verschiedene Böden. Dasselbe Wort wird verschieden angenommen. Das Reich Gottes ist so, wie wenn guter Samen aufgeht und der Feind bösen Samen dazwischen seht. Er sagt, das Reich Gottes ist scheinbar so klein wie ein Senfkorn, aber es wird ein gewaltiger, riesiger Baum. Das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Es mischt sich und es durchdringt alles. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, den man auf einem Acker findet und aus Freude darüber alles verkauft, um diesen Acker kaufen zu können. Das Reich Gottes ist wie eine Perle, für die man alles gibt, alles verkauft, um sie zu besitzen. Das Reich Gottes ist wie ein Netz, mit dem Fische angebracht werden. Nicht alle sind gut, aber final werden sie getrennt, die Guten und die Schlechten. Und als er fertig gepredigt hatte, wollte er über den See fahren. Und jemand kam zu ihm und sagte, ich würde gerne dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagte ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und dann befahl er seinen Jüngern, über den See zu fahren. Und sie fuhren. Er hatte ihnen gesagt, sie würden am anderen Ufer ankommen. Doch als der
Sturm blies, da vergaßen sie alles, was er gesagt hatte. Und es schien so, als ob sie untergehen würden. Als ihnen plötzlich einfiel, Moment mal, wir haben doch Jesus im Boot. Und sie kamen zu ihm und er, der nur wenige Minuten, wenige Stunden vorher gesagt hatte, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann, der lag im Schiff und hatte sein Haupt auf einem Kissen. Egal, wo er war. Selbst im Untergang vertraute er Gott. Gott würde sich um ihn kümmern. Und als sie ihn aufweckten und sagten, kümmerst du dich nicht, wir sterben, bist du nicht immer derselbe? Da macht er seine Augen auf und noch im Liegen sagt er, was seid ihr so furchtsam, ihr kleinen Gläubigen? Und dann stand er auf und sagte zu dem Wind und dem Meer, seid jetzt bitte ruhig. Und die waren ruhig. Für die Jünger war das alles unfassbar. Sie kamen am anderen Ufer an und hatten sich schon gefreut, diesen Tag mit Jesus zu verbringen, als plötzlich diese Besessenen kamen, mit Ketten an den Händen, nackt aus den Gräbern. Rannten sie auf sie zu. Alle Jünger rannten in alle Himmelsrichtungen, aber Jesus blieb ruhig stehen. Er kannte diese Dämonen. Er wusste, dass es mindestens 1000 waren. Alle hatten mal ihm gedient. Sie alle hatte er geschaffen. Und jetzt hatten diese Menschen versklavt. Und als er die Menschen, diese beiden Besessenen dort heilte und diese Dämonen, die er selbst geschaffen hatte, die jetzt auf immer verloren waren, ihn baten, wenigstens in die Schweine fahren zu dürfen, die dort so friedlich grasten, da erlaubte er es seinen Feinden, in die Schweine zu fahren. Die Schweine gehörten zwar jemandem, aber sie wurden dort gezüchtet, um später verspeist zu werden. Und derselbe Jesus, der gesagt hatte, dass Schweinefleisch nicht gegessen werden darf, der glaubte zwar daran, dass man Essen nicht wegwirft, aber das Schwein kein Essen war, erlaubte er die Dämonen, in die Schweine hineinzufahren. Und die bekamen plötzlich ganz seltsame Augen und schrien und grunzten, wie Schweine nie zuvor gegrunzt haben. Und es sah fast aus, als ob sie sich in Lemminge verwandelt hätten, so stürzten sie alle den Berghang hinab. Aber die Menschen wollten Jesus nicht haben. Er hatte gerade ihre Schweine vernichtet. Wer weiß, was er ihnen noch nehmen würde. Er hatte ihnen zwar auch gerade diese Besessenen genommen, die die ganze Gegend terrorisiert hatten, aber dass er ihnen die Schweine genommen hatte, wog schwerer. Geh, Jesus. Und er hörte, er ging. In jener Zeit bekam Jesus eine Nachricht. Eine Nachricht aus dem Gefängnis. Johannes der Täufer fragte ihn, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagte ihm einfach, geh hin und berichte dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Der große Johannan hatte Zweifel bekommen. Selbst er war sich nicht sicher, ist Jesus der Verheißene? Aber Jesus fand nur lobende Worte über ihn, denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und dann war die Zeit gekommen für die Jünger, sie hatten genug gelernt. Und er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Ich kann nicht alles alleine machen, ich werde nicht den Fehler von Mose wiederholen. Ich sende euch gleich los. Und sie gingen hinaus und verkündeten das Evangelium. Es war ungefähr Anfang 30. Als Jesus noch einmal, ein zweites Mal in seine Heimatstadt Nazareth kam, wieder predigte er am Sabbat. Und als er predigte, fing das Getuschel an und sie sagten, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobs und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und während der Predigt wurde er ständig unterbrochen von Gelächter. Ja, kennst du die Geschichte noch? Die Maria, wie sie nach Judäa gewandert ist, nicht wahr? Hügel hoch und Hügel runter und plötzlich war sie schwanger. Ja, ja. Sie nahmen Anstoß an ihm, heißt es. Und Jesus verließ Nazareth und sagt, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Zu jener Zeit hatte Herodes Antipas Geburtstag und die Tochter seiner jetzt angeheirateten Herodias tanzte für ihn und die Gäste. Und die Gäste waren ganz entzückt von dieser jungen Dame, die war vermutlich Salome hieß.
Und sie hatten schon wieder etwas getrunken und das war selten ein gutes Zeichen für Könige. Und Herodes, der sich als Gönner ausgeben wollte, sagte: Was immer du haben willst, sei es die Hälfte des Königreiches, ich werde es dir geben. Und er schwor mit einem Eid. Die junge Frau war noch etwas unerfahren, etwas grün in den Ohren, sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie fragte ihre Mutter: Was soll ich denn eigentlich fragen? Die hatte eine passende Idee. Wie wäre es mit einem Kopf, einem menschlichen Kopf, dem Kopf von diesem Johannan, der mich angegriffen hat? Und so ging sie zurück, tänzelnd, und sagte: Ich hätte gern den Kopf von Johannes dem Täufer. Und die anderen haben wahrscheinlich etwas gelacht. Aber Herodes wurde es ganz bange. Er mochte eigentlich den Täufer. Aber er hatte geschworen. Und es heißt, aufgrund seines Eides und aufgrund derer, die bei ihm saßen, ging ein Henker in das Gefängnis. Und Johannes der Täufer, der vor kurzem noch gerade gezweifelt hatte, ob Jesus überhaupt der Verheißen ist, der gerade noch die Botschaft bekommen hatte, was alles geschehen ist, der sich schlussendlich durchringen konnte, zu glauben, dass Jesus wirklich der Messias ist, ohne eines der Wunder gesehen zu haben und ohne eine Erklärung zu bekommen, kam der Henker und das Geschenk wurde der Herodias gebracht. Und Jesus hörte davon. Und er zog sich zurück. Es war jetzt Nisan 30. Er wusste, ich habe noch ein Jahr. 3,5 Jahre waren ihm gegeben, um das Werk Gottes aufzurichten. 2,5 Jahre waren vorbei und der größte Prophet war gerade exekutiert worden, nachdem er selbst kaum glauben konnte, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und dort am See Genezareth waren wieder Tausende zusammen. Und sie hatten den ganzen Tag zugehört. Und als die Predigt ging und ging und ging und ging und es Abend wurde, da fragte Jesus: Wie sollen eigentlich diese Menschen alle essen? Und die Jünger waren selbst etwas erstaunt. Sie hatten nicht drüber nachgedacht. Und sie sammelten das, was vorhanden war, und es waren genau 5 Brote und 2 Fische. Nicht besonders viel für 5000 Menschen plus Männer plus Kinder plus Frauen. Und die Jünger werden nie vergessen haben, was Jesus tat. Er nahm diese 2 Fische, von denen er selbst wusste, dass das nicht mal das Gesündeste war, was es gab. Und er dankte Gott. Er dankte für 2 Fische. Als ob er nicht 5000 Männer sah, von denen jeder alleine 5 Fische mindestens hätte essen können. Und dann gab er aus. Und es blieben noch 12 Körbe übrig. Gott kümmerte sich um sein Volk. Und an diesem Tag wollten sie ihn zum König machen und er musste sie mit Gewalt daran hindern. Und er musste seine Jünger dazu zwingen, über den See Genezareth zu fahren. Und wieder kam der Sturm. Und wieder verzweifelten sie. Doch diesmal kam Jesus auf dem Wasser gelaufen. Und als Petrus das verstand, rief er aus: Wenn du es bist, dann sag, dass ich zu dir auf dem Wasser kommen sollte. Und Jesus sagte: Komm. Und auf das Wort Jesu wagte Simeon, dieser unglaubliche Mann, er wagte es, aus dem Wasser zu steigen. Er, der schon oft im Wasser gewesen war und oft ins Wasser gefallen war und wusste, wie das ist, wenn man im Wasser ist. Und er ging auf dem Wasser. Er ging wirklich auf dem Wasser. Die Gravitation schien nicht zu wirken. Und je länger er ging, desto aufrechter ging er. Das fühlt sich richtig toll an, wenn die Wellen unter einem sind. Vielleicht hat er auch ein paar Fische gesehen. Und er drehte sich um und sagte: Schaut mal, hallo. Andreas, siehst du mich? Hey, Johannes, siehst du, ich laufe im Wasser. Die waren auch alle so: Was? Er läuft auf dem Wasser. Und dann wollte er sich wieder umdrehen, aber er sah plötzlich Jesus nicht mehr. Die Wellen waren so hoch. Und jetzt begann er sich zu fürchten. Und er sank. Aber Jesus nahm seine Hand und ergriff ihn. Die Engel, sie lernten erneut und wieder erneut, dass Gott auch die rettet, die ihn schon kennen, sich von ihm abgewandt haben und jetzt zu verloren gehen scheinen. Am nächsten Tag
kamen all die Menschen wieder. Sie wollten nochmal gespeist werden, vermutlich. Aber Jesus hatte jetzt eine andere Speise, die er ihnen beibrachte, das Wort Gottes. Er sagte, ihr kennt die Geschichte vom Manna. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und jetzt kam es wieder, dieses besondere Gespür der Juden für den buchstäblichen Sinn. Blut trinken? Das ist verboten. Und so verließen ihn alle. Tausende von Menschen. Es war, wenn es ein Stadion gegeben hätte damals, es wäre leer gewesen. Hatten sie sich vielleicht getäuscht? War dieser Wunderheiler in Wirklichkeit ein Spinner? Wollte er wirklich, dass sie als Kannibalen sein Fleisch essen? Sie hatten die geistliche Bedeutung seines Dienstes nicht verstanden. Und als dann nur noch seine Jünger übrig blieben, fragte er sie, wollt ihr auch gehen? Ich zwinge euch nicht, bei mir zu bleiben. Ihr seid freie Menschen, ihr könnt gehen. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Die Pharisäer stritten mit ihm, warum die Jünger sich nicht die Hände wuschen. Und irgendwann hat Jesus seinen Dienst auch in Galiläa aufgegeben und er zog aus dem Land Israel hinfort nach Phönizien, dort, wo die Heiden lebten, dort, wo die Isabel herkam. Und da kam eine kananitische Frau auf ihn zu. Die Jünger hatten sie von Weitem gesehen. Und es war ihnen ja eine Schande, dass es überhaupt noch Kananiter gab. Hätten die nicht längst ausgerottet werden sollen? Und diese Frau schrie zu Jesus und sagte, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und die Jünger hörten also schon wieder jemand. Eine Kananiterin. Jesus, bevor jemand das sieht, dass wir mit ihr reden, mach schnell, fertige sie ab. Jesus hörte ihre Worte. Jesus sah ihre Blicke und er fühlte ihr Herz. Er wusste, wie sehr sie sich diese Frau lieber tot als lebendig wünschten. Und so entschied er sich zu einem kleinen Experiment. Er entschied sich dazu, einfach mal so zu tun, als wäre er einer von ihnen. Und er sagte zu der Frau, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich kann dich nicht behandeln. Und die Jünger sagten, wunderbar, genau so. Richtig, Jesus, endlich hast du es begriffen. Und er setzte noch einen drauf. Als sie sagte, aber hilf mir trotzdem, sagt er, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Und jetzt ging das runter wie Öl. Jesus hat die Kananiter als Hunde bezeichnet. Endlich. Sehr gut. Gib ihnen noch eine. Aber diese Frau ließ nicht locker. Sie sagte, ja, wenn ich ein Hund bin, meinetwegen bin ich ein Hund, aber trotzdem kannst du mir helfen. Ich akzeptiere, ein Hund zu sein, doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Du bist immer gut, selbst wenn du mich als Hund bezeichnest. Und dann drehte er sich wieder um. Und dann hörten die Jünger diesen Satz, den sie schon einmal hörten bei einem Heiden. O Frau, dein Glaube ist groß. Zu ihnen hatte Jesus immer gesagt, dein Glaube ist klein. Was hatten diese Römer und Phönizier nur, was sie nicht hatten? Jesus speiste noch einmal, diesmal 4000. Fast alles, was er tat, tat er immer wieder. Es waren keine einzelnen Erlebnisse. Und den Pharisäern sagte er, dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Sie konnten zwar das Rot am Himmel deuten, aber sie sahen die prophetischen Ereignisse nicht. Er heilte einmal jemanden, der nach erster Heilung nur undeutlich sah. Und die Jünger wunderten sich, was das zu bedeuten hatte. Aber die Engel im Himmel hatten zu oft gesehen, dass Gott Menschen befreit, die danach nicht immer ganz klar alles richtig tun und mehrmals geheilt werden müssen. Und dann kam er nach Caesarea Philippi. Und dort im Norden stellte er ihnen eine einfache und simple Frage. Was glauben die Leute eigentlich, wer ich bin? Oh, manche sagen, du bist Elia, manche, du bist Jeremia, du bist der und jener. Dann fragt er, wer denkt ihr, bin ich? Und Simeon, der immer die Worte auf der Lippe trug, sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus sagte, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist Petrus.
Und auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis, das du gerade gegeben hast, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jetzt war es soweit. Jetzt hatten sie genügend gesehen, sie hatten genügend verstanden. Jetzt konnten sie vorbereitet werden auf das, was kommen sollte. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen würde und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und derselbe Petrus, der gerade gesagt hat, du bist der Christus. Er verwandelte sich in den Augen Jesu in eine leuchtende, schöne, mit Flügeln ausgestattete Schlange. Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Und die Antwort von Jesus war schneidend und deutlich. Weiche, Satan, du bist mein Ärgernis. Satan konnte selbst die Jünger benutzen. Und Jesus erklärte ihnen noch einmal, der Sohn des Menschen wird in die Hand der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Alles, was sie jemals geglaubt hatten, war, dass der König die Römer vertreibt. Der kommende König. Was ist denn das für ein König, der getötet wird? Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die einfach glauben und nicht hinterfragen. Und dann wollte er ihnen tatsächlich zeigen, dass er ein König ist. Er nahm drei von ihnen, Jakobus und Petrus und Johannes, und stieg mit ihnen auf den größten Berg, den er finden konnte. Es war ein langer Anstieg, beschwerlich. Und sie keuchten und sie fragten sich, warum er jetzt in den Abendstunden sie auf diesen riesigen Berg trieb. Und während sie gerade auf den Berg stiegen, rief im Himmel Gott den Mose zu sich. Und sagte, Mose, kannst du dich erinnern, dass du einmal zu mir gebetet hast, vor langer Zeit? Kannst du dich erinnern, was du wolltest? Du wolltest das Land Kanaan betreten. Kannst du dich erinnern? Und Mose sagte, ja, das war damals, kurz bevor ich gestorben bin, als du mir das Land gezeigt hast, auf dem Abarim. Aber das ist ja gut, ich bin ja jetzt in das echte Kanaan gekommen, ich lebe jetzt schon seit gefühlten Ewigkeiten. Alles gut, Gott. Und Gott schaut ihn nochmal an, weißt du? Ich habe damals dein Gebet gehört und ich werde es erhören. Ich habe dich zwar schon in das himmlische Kanaan gebracht, aber du wolltest auch das irdische Kanaan, richtig? Ja, das wollte ich damals. Es hat ein bisschen länger gedauert wegen der Umstände, aber heute kommst du in das irdische Kanaan. Heute wirst du es betreten. Vom Himmel sollst du hinabgehen und damit du nicht alleine bist, Elia kommt auch mit. In der Zwischenzeit waren sie fast angekommen, dort oben auf dem Berg. Und als sie dort oben waren und Jesus betete, da geschah das Unfassbare. Er wurde vor ihren Augen verwandelt. Und jetzt sah er so aus, wie die Malachim ihn seit Ewigkeiten schon immer gesehen hatten. Der König des Universums. Und tatsächlich, Elia und Mose kamen vom Himmel und Mose betrat tatsächlich den Erdboden des Landes Kanaan. Es hat ein bisschen gedauert, 1500 Jahre, aber das Gebet war erhört worden. Und sie klopften Jesus auf die Schulter. Sie wussten nur allzu genau, wie es ist mit einem Volk, das trotz größter Liebesbeweise ständig rebelliert. Sie wussten es und erklärten es ihm und stärkten ihn. Und die Stimme des Vaters ertönte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Petrus war so außerordentlich, er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Es sprudelte aus seinem Mund heraus, lass uns einfach ein paar Hütten machen. Für Petrus eine, für Lia, für dich. So gewaltig war das gewesen. Sie hatten den König in seiner Herrlichkeit gesehen. Was für ein hässlicher Anblick, als sie vom Berg herunterkamen und ein von Dämon besessener Junge dort zu sehen war. Die Jünger, die zurückgeblieben waren, konnten ihn nicht heilen. Aber Jesus nahm sich auch seiner an. Als gefragt wurde, ob er die Tempelsteuer zahlte, da konnte er illustrieren, was er gemeint hatte. Fürchtet Gott und trachtet nach seinem Reich und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ein Fisch brachte das Geld im Maul herbei und musste nur noch gefangen werden. Und dann ein halbes Jahr, das er noch hatte. Er kam zum Laubhüttenfest, geheim zunächst,
begann dann aber doch zu lehren und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. In jener Zeit wollte man ihn noch einmal versuchen und brachte eine Ehebrecherin, die man auf frischer Tat ertappt hatte. Aber Jesus, der das Gesetz Gottes in Stein geschrieben hatte, schrieb ihre Sünden, nicht die Sünden der Frau, sondern die Sünden ihrer Ankläger, in den Sand. Die verließen ihn und Jesus vergab der Ehebrecherin und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Die Jünger, die Pharisäer stritten mit ihm, als er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Sie sagten, wir sind keine Knechte, wir waren noch nie irgendjemandes Knechten. Aber Jesus sagte zu ihnen, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Sie wollten nicht einsehen, dass sie jemanden brauchten. Und als sie davon sprachen, dass Abraham ihr Vater sah, sagte Jesus zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Und als er dann sagte, dass Abraham ihn gesehen hatte, da fragten sie ihn, meine Güte, Abraham ist vor über 2000 Jahren gestorben. Du willst ihn gesehen haben? Du bist nicht mehr 50 Jahre alt. Die Antwort war wie ein Donner der Ewigkeit. Ehe Abraham war, bin ich. Und jetzt verstanden sie, was er meinte. Sie verstanden, welchen Anspruch er erhob. Sie verstanden, dass er wirklich Gott sein wollte und davon ausging, dass er es war. Damals sagte er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und die letzten Monate verbrachte er vor allem in Samaria und Perea. Noch einmal sandte er 70 Jünger aus. Er erzählte die Geschichte von einem Samariter, der einem notgebrachten Mann half. Und von Leviten und Priestern, die das nicht taten. Und dann gegen Ende 30, als das Chanukka-Fest kam zur Ehren der Einweihung des Tempels in der Zeit von Antiochos dem IV. Epiphanes, kam er nochmal zum Tempel. Diesmal wollten sie ihn schon steinigen und sagten, nicht weil du gute Werke tust, sondern weil du dich selbst zu Gott machst. Und dann zog er sich zurück und wurde kaum noch öffentlich gesehen. Er wusste, was kommen würde. Zu seinen Jüngern sagte er, dass das Licht leuchten muss und es würde leuchten, auch in seinem Fall. Noch einmal heilte er eine krüppelige Frau, noch einmal war das am Sabbat. Er erzählte Gleichnisse von einem verlorenen Schaf, von einem verlorenen Sohn, von einer verlorenen Münze. Er segnete die Kinder. Und dann, nachdem auch Zachäus ihn noch gefunden hatte, auf einen Baum war er gestiegen, hörte Jesus die Nachricht, dein bester Freund Lazarus, den du lieb hast, ist krank. Sicherlich, so gingen alle davon aus, seine Freunde, seine Begleiter, seine Jünger, selbst die Engel im Himmel. Wenn er Kanaaniter heilt, wird er seinen besten Freund heilen, oder? Aber er machte keine Anstalten. Und nach Tagen sagte er zu seinen Jüngern, die immer darauf warteten, wann sie endlich nach Bethanien gehen würden, zu seinem Freund, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Sie meinten, dass er wirklich eingeschlafen ist und sagt, naja, dann wird es ja besser werden mit ihm. Aber Jesus sagte, nein, der Schlaf, der Tod ist ein Schlaf und ich werde ihn auferwecken. Und er kam nach vielen Tagen nach Bethanien. Und die beiden Schwestern des Lazarus kamen zu Jesus, Maria und Martha. Und sie weinten. Sie sagten, wenn du da gewesen wärst, dann hätte er noch leben können. Aber sie wussten, dass er irgendwann wieder leben wird. Martha sagte, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Sie kniete vor Jesus und sagte, ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag. Jesus schaute sie an und sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Sie gingen zum Grab und es heißt, dass Jesus weinte. Und die um ihn standen und sagten, oh, schau mal, es war sein bester Freund. Er kam zu spät, jetzt macht er sich Vorwürfe. Er hatte ihn so lieb. Tragische Geschichte. Aber genau deswegen weinte Jesus. Weil nach 3,5 Jahren die Menschen es immer noch nicht begreifen wollten.
Und er betete zu Gott und sagte, Herr, erhöre mich auch diesmal, denn ich weiß, du hörst immer. Und dann ging er zum Grab. Und er sagte, rollt den Stein weg. Und einige wollten noch dazwischen springen und sagen, nein, er ist schon 4 Tage tot, das stinkt. Und er rief, Lazarus, komm heraus. Er hatte schon mehrfach Tote aufgeweckt, aber die waren immer gerade erst gestorben. Und immer hatte irgendjemand gesagt, naja, es gibt so Erfahrungen, dass man fast tot ist oder vielleicht waren die gar nicht tot. Aber hier hatte Jesus gewartet, so lange, bis der Verwesungsprozess einsetzt. Jeder wusste, das Fleisch hatte angefangen zu verwesen. Und er rief, Lazarus, komm heraus. Und seine Worte wanderten in die Finsternis des Grabes hinein und trafen dort auf die Bandage, gingen durch die Bandage in das Ohr, das Gehirn. Und Lazarus hörte, komm heraus. Es war noch recht dunkel. Er konnte sich nicht so gut bewegen. Aber ein Lichtstrahl schien durch die Bandage seine Augen zu kitzeln. Sein letzter Gedanke war gewesen, warum ist Jesus nicht gekommen? Bestimmt hat er etwas Wichtiges zu tun gehabt. Er hat mich trotzdem lieb. Und jetzt braucht er einen Moment, um zu realisieren, dass er gerade begraben ist. Und er war froh, dass er das Licht schon durch die Bandage sah, denn das zeigte ihm, er würde hier nicht für immer drin bleiben. Wahrscheinlich war die Tür offen. Und er kam heraus. Jesus hatte Lazarus auferweckt. Und man würde meinen, dass spätestens jetzt jeder verstand, wer er war und dass er es nur gut mit den Menschen meinen würde. Es war Anfang 31. Doch als die Priester davon hörten, hatten sie nur 2 Ziele. Wir müssen Jesus töten und wir müssen Lazarus töten, denn er ist ein lebendes Beweisstück. Und an der Stelle, wenn wir heute Abend weitermachen, in deinem Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass er 3,5 Jahre auf dieser Erde gezeigt hat, wie du bist. Und in der Ablehnung Jesu können wir uns so oft wiedererkennen. Und doch gibst du uns nicht auf. Wir danken dir für all die Lektionen, all die vielen Predigten, all die vielen Gleichnisse, die Jesus uns gegeben hat. Und ja, Johannes hat recht, die Welt könnte die Bücher nicht fassen, wenn alles aufgeschrieben worden wäre. So möchten wir dich bitten, dass heute an diesem Sabbattag wir in besonderem Maße darüber nachdenken, was geschehen ist für uns und dass wir lernen, Jesus zu folgen, das zu tun, was er getan hat, das zu sagen, was er gesagt hat, so zu denken, wie er gedacht hat. All das bitten wir in seinem kostbaren Namen. Amen.